Die Beicht am Krampustag. So wie das Jahr dem End zugeht, der Bernti immer stiller wird. Der Krampus hat sich angekündigt, denn er hat unterm Jahr zu viel gesündigt. Er sperrt sie in seine Kammer ein, denn er will ganz alleinig sein. Dann fängt er laut an zu denken, was hat er alles getan? In der Mutter ihren Lebkuchen, Tag ein bisschen Salz und Pfeffer eingestrahlt. Zudem war in der Waschmaschine die Goldfisch von seiner Nachbarin. Auf den Kirschbaum vom Fahrer guckt und auf die Straßen abgespuckt. An Peppi seine Milchzähne gerissen, die Hosen und die Schuhe oft zerrissen. Den Hahne seine Federn krupft, die Mitzi bei die Zöpf zupft. Den Fünfer im Schulheft ausradiert und ein Einser drüber geschmiert. Beim Ministrieren, war das fein, das Kosten von dem guten Wein. Oh Heiliger, ach wie heißt er schon, der große, weiße, bärtige Mann, der meine Sünd könnt verzeihen, bevor er es muss beim Krampus bereuen. Da hilft kein Denken, da hilft kein Jammern, wenn man so oft durch die Schule versammeln. Ja, sieht die Ruten schon im Fenster stehen und ein Krampus mit ihm gehen. Denn sie ist kennt die selge Nacht. Die Mutter hat die Tür aufgemacht. Der Vater ist bei der Mitzi gesessen, denn sie ist ein bisschen braver gewesen. Jetzt steht er da. Er tut ihn fragen, ob er ihm könnte das Vaterunser sagen oder ein Gedichtle sogar könnte lesen und ob über das Jahr er brav ist gewesen. Er schaut den Vater bittend an, ob er dir in seiner Not ihm helfen kann. Doch seine Blicke, die tun ihm sagen, dass er sich immer selber plagen. Auf einmal fängt der Bernti an zu reden. An Ausreden war er nie verlegen. Und in der Stube wird's immer leiser. Nicolo und Krampus werden immer weißer. Die Fischlein, sagt er, die waren nicht arm. Die sind am Sonntag gewaschen worden. Und der Kerschen vom Pfarrer war ich nicht gewesen, hätten alle sonst die Vögel gefressen. Fürs Milchzähnreißen krieg ich keinen Orden. Der Peppi hat sich den Zahnarzt gespart. Und hätte ich nicht die Hosen zerrissen, war's der Mutter wohl oft langweilig gewesen. Mit den Einser aus dem Fünfer habe ich gemacht, ich hab den Eltern viel Freude gebracht. Das Raffen härtet ab, macht einen zum Mann, den der Vater gut brauchen kann. Ob Wein statt Wasser im Kelch drin war, hab ich nur geprüft, das ganze Jahr. Zu guter Letzt holt der Lauser noch einen Lebkuchen aus seiner Tasche raus, verteilt ihn dann und sagt voll Mut, ohne Salz und Pfeffer war er gar nichts gut. Auf das hat niemand mehr was gesagt. Nichts mehr wird auf den Bernti gefragt. Zwetschgen, Nussen tun's noch verteilen, drauf sind die beiden beim Weitereilen.